Abstiegskampf pur heißt es vor dem 22. Spieltag der Kreisliga 3 beim Elbkick TV Votingspiel des TSV Rheinbeck gegen TuS Aumühle 2. Die Gastgeber vor dem Duell der Kellerkinder auf Platz 14, Aumühle einen Rang höher auf 13. Allein die brisante Ausgangslage beider Teams verspricht ein Spiel voller Spannung im Kampf um den Klassenerhalt. Und so viel kann gesagt sein, die Elbkick TV Zuschauer sollten bei unserem Votingspiel auf ihre Kosten kommen. Langer Ball aus der eigenen Hälfte. Cengiz Keles bringt das Leder nach innen und dann knallt's. Muhammad Omran hält gegen Philipp Schenke den Fuß drauf und macht direkt klar, dass Abstiegskampf kein Ponyhof ist. Tom Alexander Witzke tritt zum Freistoß an, aber der hat den Fuß noch nicht richtig justiert. Das wäre höchstens beim American Football ein Punkt geworden. Weiter geht's. Einwurf Rheinbeck direkt zu Cengiz Keles, der zum Abschluss kommt. Aber Philipp Schlüter kann den Ball zur Ecke klären. Und dieser Eckball wird gefährlich. Achtung, liebe Zuschauer. Kopfball aus dem Strafraum heraus. Aber der Ball kommt zurück und da steht Lazar. 1:0 für den TSV Rheinbeck durch Kevin Lazar in der 25. Spielminute. Trobisch verlängert die Ecke zunächst per Kopf. Peckmann dann mit der Hereingabe in den Strafraum und Kevin Lazar kann völlig unbewacht zum 1:0 vollstrecken. Schön zu sehen, dass sich keiner auf den in der Mitte lauernden Lazar konzentriert und der hat keine Schwierigkeiten, das 1:0 zu markieren. Rheinbeck jetzt am Drücker. Lazar schön freigespielt, legt den Ball zurück auf Peckmann, der clever zu Trobisch durchsteckt. Zunächst geblockt, der Ball landet wieder bei Lazar, der die Übersicht behält und am zweiten Pfosten lauert Trobisch, der jetzt doch noch jubeln darf. Noel Marvin Trobisch schiebt ein zur 2:0 Führung, keine 5 Minuten nach dem Führungstreffer der Rheinbecker. Der TSV bleibt hartnäckig und setzt nach, wohingegen Aumühle die Unordnung in der Hintermannschaft nicht beheben kann und am Ende einen Schritt zu spät kommt. Aumühles Trainer Patrick Eichentopf sichtlich bedient. Doch jetzt mal was von den Männern im Blau. Marcel Weber bringt den Ball vors Tor, wo Schäfer zu Fall kommt und Omran im zweiten Anlauf das Tor dann knapp verfehlt. Richtig entschieden von Schiedsrichter Jörg Blume, hier keinen Strafstoß zu geben. In der nächsten Szene gibt es dann keinerlei Zweifel. Rheinbeck kann den Aumühler Freistoß nicht klären. Schlüter kommt an den Ball, der Köhler schön in Szene setzt und dann das rüde Tackling von Tobias Pagels im Strafraum. Ein Bodycheck in Eishockey-Manier, keine Frage, Strafstoß, auch wenn Pagels das nicht ganz so wahrhaben will. Auch in der Zeitlupe deutlich zu sehen, das Tackling gilt in erster Linie dem Mann und nicht dem Ball. Eindeutiger Elfmeter. Oliver Reiner tritt an und trifft, kurz vor der Pause zum 2:1 Anschlusstreffer. Keine Chance für Stückler im Tor der Rheinbecker. Mit diesem Ergebnis geht es in die Pause. Zweiter Durchgang und der startet mit einem Ballverlust des eingewechselten Troschinski. Reiner der Nutznießer und der schickt den ebenfalls eingewechselten Zietmann, der das Duell mit Schlussmann Stückler allerdings verliert. Beim zweiten Hinsehen wird deutlich, dass Zietmann Stückler genau da trifft, wo es am meisten wehtut. Aua. Für Stückler geht es aber weiter und auch in der nächsten Szene steht der Torwart der Rheinbecker im Mittelpunkt. Freistoß Aumühle, Kopfballverlängerung, dann kommt Reiner mit dem gefühlvollen Heber, den Rheinbecks Kapitän erst an die Latte lenkt und im Nachfassen dann unter Kontrolle hat. In der Zeitlupe wird klar, was das für ein knappes Ding war. Wichtig, dass Stückler den Ball noch bekommen hat. Wir gehen auf die andere Seite. Freistoß Peckmann, Kopfball von Christian Kautz und sehenswert, wie Keeper Michel Thome den noch rausfischt. Thome hält die Aumühler im Spiel. Das Spiel flacht dann etwas ab, bis zu diesem schönen Pass von Aumühles Zietmann, der vom Schiedsrichterassistenten vorzeitig unterbunden wird. Abseits soll es gewesen sein. Elbkick TV hat genau hingesehen und deckt wieder einmal auf. Fehlentscheidung. In der folgenden Szene wird dann deutlich, wie blank die Nerven im Abstiegskampf manchmal liegen können. Peckmann frei vor Thome. Na ja. Das Spiel zu diesem Zeitpunkt ein Krampf. Bis zur 77. Spielminute. Ecke Aumühle und da steht Zietmann und da zielt per Kopf den Ausgleich. Fabian Zietmann mit dem 2:2.
auch wenn die Abwehr der Gastgeber da nicht wirklich gut aussah. Dann Liedtke mit dem katastrophalen Fehlpass, doch Nennstiel kann die Chance nicht nutzen. Thome ist aufmerksam und wehrt diesen Schuss ab. 3 Euro ins Phrasenschwein, aber es rächt sich im Fußball, wenn man seine Chancen nicht nutzt. Einwurf auf Mühle, Kopfballverlängerung von Zietmann. Dann tankt sich Köhler durch und erzielt in der 87. Minute die 3:2 Führung für den TuS Aumühle. Aus 0:2 macht 3:2. Konstantin Köhler schockt das Team von Jungcoach Patrick Paap und bringt Aumühle auf die Siegerstraße. Einen kleinen Wermutstropfen gab es noch für den TuS aus Aumühle. Andersson sieht wegen Zeitspiels die gelb-rote Karte. Dürfte ihn aber auch nicht weiter stören, denn nach diesem Freistoß ist Schluss. Aumühle kämpft sich nach einem 0:2 Rückstand zurück und gewinnt beim TSV Rheinbeck das Abstiegsduell mit 3:2. An der Tabellensituation ändert das vorerst zwar nichts, aber es warten auch noch Nachholspiele auf beide Teams. Die Stimmen zum Spiel. Mit Ruhm haben wir es hier nicht mehr kleckert. Also hier war wirklich wichtig, die 3 Punkte zu holen, und die haben wir auch mit Ach und Krach geholt. Und ja, also zur Leistung selber war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Auf dem Platz konnte man auch wesentlich wenig Fußball spielen. Und ja, von daher sage ich, bin ich einfach nur zufrieden mit diesen 3 Punkten. Das ist für mich wirklich das Wichtigste und was mit Fußball halt wenig zu tun hat. Ne? Wir haben nach dem 2-0 oder bis zum 2-0 eigentlich guten Fußball gespielt, haben dann komischerweise die letzten 10 Minuten, letzte Viertelstunde völlig das Fußballspielen aufgehört. Sind hinten völlig nervös geworden, sind dadurch auch durch einen dummen Elfmeter gekriegt, weil wir hinten einfach nicht konsequent die Bälle rausgespielt haben in den letzten 10 Minuten. Und dann, ja, kriegst du das 2-1, gehst dann in die Halbzeit, denkst, dass es dann nochmal weitergeht, nochmal heiß gemacht in der Halbzeit. War eigentlich klar für uns, dass wenn du hier 2-0 führst, dass du es eigentlich rangeben darfst. Natürlich ärgerlich jetzt, dass du dann das 2-2 kriegst. Hast du dann das 3-2 auf dem Fuß, wo du es machen musst, machst es nicht, und im Abstieg ist es halt so, wenn du dann die Dinger nicht machst, dann kriegst du sie hin halt. Viel Positives kann ich hier nicht rausziehen, außer dass wir mit der guten breiten Brust mit 3 Punkten ins nächste Spiel gehen können. Und ja, muss jetzt diese Woche daran arbeiten, dass wir halt im fußballerischen Bereich wieder ein bisschen das als Fokus nehmen. Ne?